Wie halte ich meine Beziehung am Laufen? Jetzt bin ich mal gespannt. Mir Vorschläge, wie halte ich sie am Laufen? Okay. So, ich habe jetzt vier folgende Vorschläge, wie ich das am Laufen halten kann. Na, dann sag mal. Erster Vorschlag, Chloroform und ein Seil. Ja. Oh, diese Spielchen gefallen mir. Das ist... Oh, nein. Eine neue Seite in dir. So, zweiter Vorschlag. Lepra. Ja. Was ist Lepra? Ist es gerade dein Ernst? Die Krankheit, bei der du am lebenden Leib anfängst zu verfaulen. Das ist auch abwechslungsreich. Sag nicht, du kennst Lepra bis jetzt noch nicht. So, Jesus. Nee. Ja, wenn der auftaucht, dann geht's richtig ab. Hm. Das kann die Beziehung am Laufen halten. So, und der vierte Vorschlag ist folgender vorher rausziehen. Aha. Yay! Oh, Mensch. Und ich habe immer noch nur einen. War sogar selbst geschrieben. Hehe. So, Puff. Kriegst du immer jemanden flachgelegt? Dann gucken wir doch mal rein. Vom Kinderhospiz stehen und auf einer Mundharmonika spielen wir das Lied vom Todeskrön. Oha. Das ist kein Kopf makaber. Ich hab noch nie die Kombi gehört. Mundharmonika und Strön. Oh Gott. Interessant. Chloroform. Ja, hätte das gedacht. Ja. Ja, gut. Bot-Antwort. Und? Satanistisches Ritual vollziehen und sich von Belzebub so richtig durchrödeln zu lassen. Ja. Das haut rein. Ah, nice. Mein zweiter Punkt. Yeah. Also richtig. Leute, ich hörte gerade was. Was ist das für ein Geräusch? Ja, was ist dieses Geräusch wohl? Ja. Okay, was ist denn nur dieses Geräusch? Ist es vielleicht alten Leuten zu zwinkern? Wie klingt denn das? Blink, blink. Blink, blink. Okay, das glaube ich eher nicht, aber vielleicht ist es ja... Wie die Sendung mit dem Haus. The Sound of Science. Das ist gut. Was ist denn dieses Geräusch? Ist es vielleicht ein Fotzenschleim-Shake? Ja, der klingt bestimmt interessant. Köstlich. Aber ich glaube eher, es ist dieses Ding, das deine Muskeln mit Elektroschocks aufbaut. Ja. Oh ja. Yeah, what the fuck? Ich hab damit noch gewonnen. Noch. Ich war gut. Und ich bin weiterhin bei 2 Punkten. Hast du mitgebracht? Nein, ich hab nur überfunden. Na komm, Prof, mach ihn auf. Ich habe nichts zugelassen. Dann schreib dir was. Random Cards, ist mir jetzt auch egal. So. Jetzt geht's noch einen zweiten Bot in dieser Runde. Ja. Prof, hast du mit zur Aufnahme, also ich hab dich vorhin drum gebeten, hast du zur Aufnahme Unterwäsche falsch herumgetragen, um zu vermeiden, dass sie gewaschen werden muss, mitgebracht? Das bezweifle ich stark, Prof, weil du hast nur Happy Hippos gefunden. Es ist so dumm, dass es wieder irgendwie lustig ist. Ja. Außerdem. Außerdem hat Prof vergessen,
das chinesische Gymnastikteam mitzubringen. Anstatt dessen hat er eine zugeschissene Solariumsbank mitgebracht. Hm. Und nicht mitgebracht hat er außerdem Katapulte. Dafür hat er aber Milchzucker in laktosefreie Milch mischen gefunden. Also bisher können alle Antworten noch von dem Bot kommen. Hm. Ja. Ja. Schauen wir mal, was das letzte hier ist. Ja, hast du einen Zigeunerfluch mitgebracht? Nein, Prof hat nur schlimme Laser-Entfernungsunfälle. Ich kann heute nicht reden. Die können alle vom Bot kommen. Zu meiner Verteidigung, ich habe auch auf Random Card geklickt. Ja, haben wohl alle, haben scheinbar alle gemacht. Mhm. Ich will Katapulte. Oh. Katapulte sind gut. Und der Bot gewinnt. Alle Antworten klingen nach Bot und der Bot gewinnt. Ja, so, natürlich. Das beste Versteck bei Widget. Sagt ihn mir, bitte. Na dann. So, dann sagt mir mal die besten Verstecke. Nummer 1. Ein asymmetrischer Kunstbusen. Oh, ja. Aber richtig klein. Legst du dich drauf, um es auszugleichen. Dann wirst du bestimmt nicht gefunden. So, zweitens. Hallo, ich bin die linke Titte. Ja. Ah, ja, Sonderschulden. Warum nicht, ne? Auch ein gutes Versteck. Da vermutet mich keiner. Hm. Ja. Drittens. Kein Kommentar. Zerstörung. Was nicht da ist, kann man nicht finden. Da hat er recht. Ja. So, vierter Vorschlag ist meine funkelnde Vagina. Ach, nee, nee, nein. Hola, hola. Da verrätst du uns aber was. So. Ach, das gefällt mir doch am besten. War ja klar. War ja klar. Ach, Nindlein. Profs funkelnde Vagina ist für alle bereit. Skip. Oh Mann, ich kann nicht skippen. Juhu. So, dann haut mal rein. Okay, bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich Frauenwahlrecht aus eine Schnappschildkröte, die Spitze deines Penis beißt, holen. Mhm. Es hat gut angefangen und dann stark nachgelassen. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich auf den Zaubertrick Geister aus einem Penis holen. Das ist wie so eine Wunderlampe. Musst du dran reiben, dass dein Genie rauskommt. Muss ich mal ausprobieren? Ja, warum nicht? Okay, ich werde auch ein kaputtes Kondom aus deine Vagina holen. Das ist hier gerade ziemlich, ja, Geschlechtsverkehr orientiert. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich übergroße Lollis aus einem kräftigen Oberschenkel holen. Die Geister der Penis sind gut. Nice! Mein Penis ist eine Wunderlampe. Na dann, verratet mir mal, was benutzt man in der Nachhilfe, um Schülern in Großstädten zum Erfolg zu verhelfen? Man benutzt dafür Glowy Holes. Mm. Aha. Außerdem benutzt man für die Nachhilfe Hefe. Einfach nur Hefe. Einfach nur Hefe. Schmeißt du drauf? Abgesehen davon, dass man Glowy Holes und Hefe benutzt dafür, benutzt man außerdem aufgeschäumte Pisseln mit Zimt und Zucker. Ja. Schmeckt wahrscheinlich trotzdem besser als das, was es sonst in Schulen gibt. Als Nachhilfe? Zur Nachhilfe? Schon mal probiert? Naja, zur Nachhilfe. Nee, aber ich weiß, was es in Schulen sonst zu essen gibt. Kann man schon mal industrielle Mengen Speed benutzen. Modi. Hefe. Da lässt der Modi die natürlich aufgehen. So, diesen Sommer die romantischen Komödie des Jahres. Mit Johnny Depp. So, was gibt es denn? Erzählt es mir. Oh, ich habe gerade mehrere, die gut passen.
Oh, oh, oh. Nennt mir den Filmtitel. Ach, nehmen wir das. In der Hölle werde ich begrüßt mit Willkommen zurück, so. Meister. Ich habe 4 Titel zur Auswahl mit Johnny Depp. Der erste wäre Feucht, Jung und Willig. So. Okay. Ja, das will ich auch. Ja, so die romantische Komödie, warum nicht, ne? Zweiter Titel, Fressen und Kotzen. Ja. Oh, nicht schön. Dritter Titel wäre Was ein Depp. Sagt doch alles aus. Alles doch. Was ein Depp mit Johnny Depp. Ja. Und der vierte, jahrelanger Missbrauch. Wupp. Natürlich. Das war der Wort. Immer wieder. Der Bot, der gewinnt noch das Spiel. Dann wollen wir doch mal gucken, was ich so liebe. Die Monopoly-Schulden auf den Strich gehen. Ja. So kennen wir dich, Prof. Wir gehen runter an der Theaterstraße. Und ich liebe dich fast so sehr wie... ein bisschen einnässen. Ich war. Da fehlt nur noch Zimt und Zucker. Ich auch. Oder Domino's Oreo Dessert Pizza. Nice. Hatte noch nie den Drang verspürt, eine Dessert Pizza zu essen. Ich auch nicht. Die sollen lieber die, dann ist die Dessert Pizza auch eine Pizza Salami. Lieber die Concrafter Pizza. Ja. Lieber ja, da ist bei der Bestellung was schief gelaufen. Da ist einfach Pepperoni-Wurst auf dem Oreo. Zitroneneis mit Sucuk. Ja. Das ist ja lustig, wenn es nicht wahr wäre. Also stell dir das aber wirklich vor, so das ist so ein Zitroneneis und oben steckt ein Scheibchen Sucuk drin. Und Robocop. Yes! Punkt für Nindein. Die gewinnt's noch. Boris, könntest du vielleicht skippen? Ja, gut. Der Bot hat schon ausgewählt. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Waffen man im Dritten Weltkrieg kämpfen wird. Aber im Vierten wird man mit kämpfen. Ah, sehr gut. Danke, dass eigentlich, du es vorgelesen hast. Eigentlich, glaube ich, ein Zitat von Einstein. Ja. Okay, ich habe keine Ahnung, mit welchen Waffen im Dritten Weltkrieg gekämpft wird, aber im Vierten wird man definitiv und ganz sicher mit einem schlechten Handjob kämpfen. Ha, nimm das! Zitat. außerdem wird man ganz 100% sicher mit Pimmelfechten kämpfen. Hey! Ja. Wucker, voll abgesprochen! Bin ich dabei! Voll abgesprochen! Das eine führt zum anderen! Das nächste, mit dem man definitiv kämpfen wird, ist Salpetersäure. Gut, das hat die Reihe dann doch zerstört. Oh, das kämpft doch ein bisschen. Ja. Wer weiß, was nach dem Atomkrieg so mit dem menschlichen Körper passiert, ne? Und Kettensägen als Hände. Das ist immer noch meine liebste Kartenkombination. Kettensägen als Hände plus die Verletzung der meisten Menschenrechte ist gleich Mecha-Hitler. Nice. Wow. Das hatte ich einmal in einem echten, der Papierform als Karten gelegt. Wir haben uns so weggeschmissen. Nice. Nehmen wir Pimmelfechten. Oh. Yay! Ach Mist. Oh. Oh. Ja. Na dann. Ich bin dran. Und ich sag euch, was das Beste ist, was man mit den Kindern machen kann. Mit Kindern kann man nämlich am besten ihn rausholen. Ja. Jo, so fangen wir an. Okay. Ja. Und schon ist das Niveau wieder weg. Außerdem kann man noch mit Kindern machen, was auch sehr interessant ist und was ich bestimmt auch ganz gerne regelmäßig tue. Frauen an einer Abtreibungsklinik anmachen. Ey, guck mal, das ist mein Kind, willst du ficken? Ja. Warum nicht? Guck mal, das hast du gerade verhindert. Willst du ficken? Ja.
Außerdem mit Kindern kann man auch gut machen. Spontane menschliche Selbstentzündung. Ah, mein Baby. Brenn, Timmy, brenn! Burn into hell. Und ansonsten noch? Respekt, Schelle. Oh. Ja. Aha, aha. Das ist bestimmt eine Bot-Antwort. Respekt! Die spontane Selbstentzündung finde ich doch am besten. Was? Ja. Was ist der Bot? Das ist der Bot. Was nicht mit dir? Der Bot. Ja, spontane Selbstentzündung. Das war der fucking Bot. Wer mag es nicht? Das ging schnell. Ja. Verdammt schnell. Okay, mal sehen. Mit was kämpft sie denn? Mit Östrogen. Östrogen. Okay. Aha. Das weibliche Hormon. Ja. Kann man kämpfen. Ja. Damit haben viele zu kämpfen. So. Ja, besonders ich. Prof. Aha, ja, Prof. Ein ganz großes Problem. Erzähl mir mehr, Prof. Ach ja. Das dritte Problem. Italiener. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Ja, das ist Mama Mia Pizza. Das kann man jetzt aus dem Zusammenhang reißen. Nein, nein. Was? Das dritte, nein, nein, so, das dritte Problem, Italiener. Ja. Aus dem Zusammenhang gerissen. Mama Mia. So, das dritte Problem wäre Polizeigewalt. Wäre ein interessanter Film. Östrogen, Herpes, Italiener und Polizeigewalt. Klingt nach Disney. In dem neuen Disney-Film. Hannah Montana gegen Polizeigewalt. Oh. Ja, nice. Die Polizeigewalt war echt klasse. Die Polizeigewalt. Ja. Und jetzt sind sie alle da. Das ist gut. Das stimmt. Ich habe Kenny getötet. Ich meine! Wie, fragst du? Make America great again. Ist das nicht sogar tatsächlich passiert? Sehr das schön. Stimmt, ich habe den Kuckucksklan getötet. Wie, fragst du? Geruch alter Leute, was? Einfach in so ein Tränengasding gepackt, reingeworfen, alle tot. Stimmt, ich habe Gestaltenwandler getötet. Wie, fragst du? Raptorenattacken. Alle selbst okay. geschrieben. Ja. Sind die alle selbst noch, geschrieben? Das Wunder der Geburt habe ich auch getötet. Und zwar mit Würstchenparty. Stell dir einfach mal wirklich so vor. Oh, da kommt der, ich kann den Kopf sehen. Schnell reingeschoben. Einfach durchgeschoben. Ja. Flop. Na, wähle eine Antwort. Prof, wähle weise. Ine, mene, mune. Oh, das ist doch der Fuss. Ich sag ja, der auch. So. So, jetzt offenbare ich, was in meinen Glückskeksen steht. Was steht denn in deinem Glückskeks? Einmal, quietsch, quietsch, ich komme aus Klebe, quietsch, quietsch. Wow. Wow. Das nächste ist Charisma. Okay. Mhm. Was steht denn noch drin? Mensch, 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 das hätte ich nicht gegessen, wenn ich du wäre. Okay, oh, was willst du mir damit sagen? Ja. Das muss bestimmt mystische Bedeutung haben. So, auf meinem vierten Keks steht Hoffnung. Wow, das die Hoffnung nach, stirbt so ja. Das klingt nach einem billigen Glückskeks. Ja, ja komm. Oh. Yay. Oh. Gleich hat Prof gewonnen. Dann können wir das hier beenden. Diese Runde nicht. Oh, das kann weg. Oh, 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 das müssen wir machen. Das die müssen wir nehmen wir. Ja. Die nehmen wir. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber die kacke Oma aus dem Wald. Ja. Außerdem bin ich auch nicht frauenfeindlich, aber schade, Hase, geh mal auf Massephase. Was? Was? Nicht frauenfeindlich, aber Mordi hat so lieb geguckt. Was?
Cool, ihr wisst schon, was wir nicht nehmen. Gut. Und ansonsten wirken ohne Erbrechen. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber... Blub, blub. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber... Na, was denn? Das war der Bot. Natürlich. Er ist mit euch gleich auf. Natürlich. Der Bot. Okay, dann würde ich sagen, Teambildungsübung plus ein heimlicher Arschkratzer ist gleich Afrika. Sehr gut. Günstige Noten plus kein Geld ist gleich Afrika. Oha. Ja. War mal die Papa mit einem Stripper gedrückt plus? Ja, das ergibt sich irgendwie daraus. Vulgarität. Aha. Okay. Und Pech plus fleißige Mexikaner ist gleich Afrika. Ja. Na komm, gib Prof den Punkt. Ja, wer bin ich hier? Tja. Du bist auf jeden Fall der mit den günstigen Noten. Das ist scheiße. Du bist immer der mit den günstigen Noten. Warte, wie oft habe ich was von günstigen Noten geschrieben? Der Winner ist Prof. Passt einfach zu dir. Vielen Dank auch. Nur weil ich Geld sparen will. Tja, und der Gewinner heißt Prof. Tja, so kommt na, das auch. Aber GG. War mir mal wieder eine Ehre, mit euch gemeinsam in die Hölle zu kommen. Immer gerne. Ja. Du hast praktisch nichts gelegt. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bleibt drin und bleibt gesund. Ja. Schaut bei den anderen vorbei. Lasst ein Abo da. Bei allen. Außer beim Prof. Ja, bei mir nicht. Sonst bin ich sauer. Ja. Oh. Na dann. Macht lustig. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Man sieht sich. Oh. Bis dann und ciao.